Jahre vergehen und ich laufe Phil nicht mehr über den Weg. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll oder ob es meinem verräterischen Herz gut tun würde, wenn ich einen kurzen Blick auf ihn werfen könnte. Klar würdest du dich freuen und es würden wahrscheinlich Millionen von Schmetterlingen Samba in deinem Bauch tanzen. Offen zugeben, würde ich das aber niemals. Was soll er auch von mir wollen? Ich bin klein, hab zu viele Kurven und auf meinem Kopf herrscht 24/7 ein heilloses Chaos. Außerdem bin ich leicht zu reizen und sehr impulsiv. Ob das alles so eine gute Kombination ist, bezweifle ich stark. So richtig wird mir das aber erst bewusst, als ich mich im riesengroßen Spiegel des Fitnesscenters betrachte. Ja, ich habe es wirklich getan. Ich habe nach gefühlten 100 Jahren wieder einmal meine Mitgliedskarte ausgegraben und stehe nun hier in fertiger Trainingsmontur, um meinen Speckröllchen den Kampf anzusagen. Wenn ich mir hier die anderen Mädels im Fitnesscenter ansehe, die alle kein Gramm zu viel am Körper besitzen, dann fühle ich mich erst recht in meinem Entschluss bestärkt, dass ich es endlich geschafft habe, mich aufzuraffen und zu motivieren. Ich schnappe mir mein Handtuch und begebe mich zu den Trainingsgeräten. Für das erste Mal werde ich es langsam angehen und mir etwas aussuchen, bei dem ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich mir meine Hände oder meine Füße brechen könnte. Seit ich das letzte Mal hier war, hat sich einiges verändert und es wäre wahrscheinlich ratsam, wenn ich mich an einen Trainer wenden würde. Da ich mir und meinem Sturkopf aber alleine beweisen möchte, dass ich es schaffen kann, begebe ich mich auf einen mir bekannten Stepper und lege los. Du bist ja schon ein